Letztes Pack für heute, Nose Pack. Yo, was geht? The One and Only ist wieder back für euch am Start und heute wollte ich euch einen kleinen Verein vorstellen. Das Team hier von dem Max. Der Account von Benny wurde ja gebannt. Jetzt wollte ich euch den Account hier mal zeigen, weil mit dem werden wir auch in der nächsten Zeit noch mal ein bisschen zocken dürfen. Der Max stellt uns den Account zur Verfügung. Also erstmal Dankeschön, Max, dass du das machst. Ja, wir haben hier noch ein paar Packs, die wir öffnen können. Die werden wir auch gleich noch öffnen. Aber als erstes werden wir natürlich uns die Spieler von diesem Verein angucken und die Statistiken natürlich ein bisschen hier angucken. Ich werde jetzt hier mal einmal kurz alle Spieler zeigen, die hier wichtig sind. Cyprien. Den haben wir neu gekauft, ist eigentlich richtig gut für seine Stats und ja, für 58 gekauft, ist eigentlich ja, ganz gut, würde ich sagen. Baines haben wir hier, Trapp. Bei den Stürmern werden wir uns die Statistik auch nochmal angucken. Geil, dass Kimmich kein Bild hat, ach ja, jetzt hat er eins. Boateng, Aguero, ich guck mal kurz, wie die Statistik ist. Gespielt, also das ist auch ein neuer Spieler, wie es aussieht. 4 Tore erst, ja, das geht eigentlich noch fit. Sokratis. Den habe ich erst noch gekauft. Also ja, das ist erstmal hier unwichtig. Die richtig geilen Spieler kommen jetzt erst hier hinten. Man sieht schon, Lahm 95er haben wir hier. Die Statistik. 39 gespielt. Vorlagen, 2 Vorlagen hat er schon gegeben. Und jetzt David, wie ist er schon? Luis Suarez. 75 gespielt, 55 Tore. Kann man einfach nur sagen, dass diese Statistik nur für sich spricht. Den David Luiz, den 90er, haben wir hier auch in dem Team. Ja, ist auch eine richtig gute Karte. Mit dem kann man super spielen. Mit dem habe ich auch schon ein bisschen gespielt. Den hatte Benny ja auch auf seinem Account. Dann haben wir hier Lallana. Ja, sieht eigentlich auch ganz stabil aus. Erstbesitzer, das heißt, es gab doch mal eine Zeit lang, wo man irgendwie Wochen-SPCs gemacht hat. Irgendwie 7 Wochen. Und dann TDS-Spieler bekommen hat, so ein riesiges Pack. Mbappé Lotti hat er gemacht. So, Son haben wir hier noch. Aubameyang. Auch nicht schlecht, Vidal. Die Baller. Miranda. Butland, also alles so richtig gute Spieler. Aubameyang bzw. Mbappé-Team. Wir werden hier noch Gürki einsetzen, weil Trapp ein bisschen zu schlecht ist, wie ich finde. Sieht richtig stabil aus. Dann gucken wir uns nochmal das andere Team an. Das ist halt richtig stabil, weil. Du hast hier David Lewis mit 91 Def und 89 Def, 89 Physis und Vidal. Vidal ist auch einfach ein Biest, also das Team ist richtig geil. Und jetzt werden wir nochmal die Packs kurz öffnen. Wir fangen an mit dem seltenen Goldspieler-Set. Drücken drauf. Kleine Sternschnuppe. Geil, den brauchen wir nicht. Sagna. War nicht schlecht. So, nächstes Pack. Okay, das können wir eigentlich skippen. Adrian, okay, alles nur Scheiße. So, jetzt machen wir mal ein Lospack. Auch Scheiße. Okay, alles nur Abstoßspieler eigentlich. Kleines Fingerpack. Callejon. Callejon ist ein guter Spieler, das kann man eigentlich nicht so sagen, aber Leute, das kann nicht wahr sein. Letztes Pack für heute, Nose Pack. Lukas! Das ist nicht schlecht. Das ist ein richtig stabiler Typ. Ah. Man hätte auch schlimmere bekommen können. Lukas ist eigentlich ganz stabil. Dann war es das hier vom Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne wie immer ein Like da lassen und abonnieren, wenn ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt. Ja, würde ich mal sagen, haut rein. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.